Hallo und herzlich willkommen. Ich würde Ihnen heute gerne etwas über Probleme während der Verlängerung, genau die Knieschmerzen im Rahmen von einer Beinverlängerung erzählen. Wie kommen die zustande? Dazu muss man ein bisschen weiter ausholen, ein bisschen anatomischer ausholen. Und wie sind die Knieschmerzen zu bewerten, beziehungsweise was hat es damit auf sich? Man muss sich vorstellen, im Rahmen der Beinverlängerung ist es folgendermaßen, jetzt gerade im Oberschenkelbereich, wo die Knieschmerzen vornehmlich auftreten, haben Sie muskuläre Strukturen, gerade im vorderen Bereich, die Muskulatur über die Kniescheibe, die ansetzt im Unterschenkelbereich. Hier haben wir das Ende des Oberschenkels, hier haben wir den Anfang des Unterschenkels, hier haben wir unser Kniegelenk, wir haben da den vorderen Bereich mit der Kniescheibe, wo die große Muskulatur vorne im Unterschenkelbereich ansetzt und sozusagen das Knie strecken kann. Wir haben den seitlichen Bereich zur Stabilisierung, das sogenannte IT-Band oder den Tractus lateralis. Auch dieser setzt im Unterschenkel an und genauso geht das Ganze medial. So, was ist jetzt Phase, wenn wir den Oberschenkel verlängern? Dann machen wir nichts anderes als den Knochen verlängern, Strecke gewinnen. So, wenn wir jetzt nicht gleichzeitig die Bandstrukturen und oder die Muskulatur im gleichen Maße verlängern, bedeutet das zwangsläufig, dass diese Spannung und die ventrale Spannung sich langsam, aber kontinuierlich erhöht. Das heißt, hier im Kniegelenk erhöht sich langsam der Druck. Langsam, aber kontinuierlich. Wenn man nicht die Balance hat zwischen der knöchernen Verlängerung und der muskulären Verlängerung, dann steigt automatisch der Druck im Kniegelenk, ganz einfach, weil die Strukturen am Unterschenkel ansetzen und nicht am Oberschenkelbereich. Und dann ist es so, sie pressen sozusagen den Oberschenkel weiter ins Kniegelenk rein. Klassischerweise entsteht dann im lateralen Bereich zunächst erstmal der Schmerz. Das kann so weit führen, dass wirklich der Unterschenkel so ein bisschen eine Achsabweichung bekommt durch das zu stramme IT-Band an der Seite. Aber das ist klassisch der Knieschmerz im Rahmen von einer Verlängerung. Der tritt nicht am Anfang ein, sondern der tritt dann ein, wenn die Spannung gestiegen ist und wenn die Strukturen aufs Maximale gespannt sind. Lösung von der ganzen Angelegenheit ist relativ einfach. Das heißt, Sie müssen das gesamte System wieder in Einklang bringen. Das heißt, die Verlängerungsgeschwindigkeit im knöchernen Bereich und im muskulären Bereich bzw. vom IT-Band müssen identisch sein. Ansonsten, wenn die nicht identisch sind, summieren Sie jeden Tag noch ein bisschen mehr Spannung drauf, dementsprechend noch mehr Druck auf das Kniegelenk und die Situation wird nur noch schlimmer, bis schlussendlich die Situation eintreten kann, im schlimmsten Fall, dass Sie das Kniegelenk gar nicht mehr strecken können, sondern es in dauerhafter Beugung ist. Das heißt, Lösung in diesem Bereich, Sie müssen mit der Verlängerungsgeschwindigkeit runtergehen, Sie müssen das Dehnungsniveau erhöhen und dann wird sich der Knieschmerz auch wieder lösen. Vielen Dank.